Egal, wo ich nachgefragt habe, hieß es, tut mir leid, die Landwirte stehen Schlange, aber wir haben keine Vermarktung, es wird zu wenig gekauft. Da habe ich gedacht, so, ich beiß hier gleich ins Gras, ne? Ja, guten Tag. Auch ich bedanke mich für die Einladung und na klar bin ich heute hier, weil eben Dialog ist wichtig und ist ja auch irgendwie blöd, wenn nur über uns Landwirte geredet wird und wir uns selber nicht an dieser Diskussion beteiligen. Also von daher selbstverständlich. Ja, gerade, also mein Name ist Gabi Mörixmann, das wurde schon gesagt. Wir bewirtschaften einen Betrieb mit Schweinemast, Hähnchenmast, Ackerbau und Biogas im Osnabrücker Land bei Melle. Wir als Betrieb setzen mit Ackerbau und Viehzucht noch auf Kreislaufwirtschaft. Der Mist unserer Tiere geht in unsere Biogasanlage, da wird Strom erzeugt. Die Abwärme entsteht als Abfallprodukt und damit heizen wir unsere Ställe. Getreidetrocknung, Einstreutrocknung, Holztrocknung und so weiter. Und diese Kreislaufwirtschaft, die verfeinern wir halt immer ein bisschen besser. Wir sind ein Familienbetrieb mit einem Angestellten und einem Lehrling. Ich bin auf unserem Betrieb für die Schweinehaltung zuständig. Jeder hat halt seinen Bereich bei uns. Wir verdienen ja auch alle unser Geld in der Landwirtschaft und das wollen wir auch. Wir stellen uns dieser Herausforderung. Ich selber habe Agrarökologie studiert, habe schon Biobetrieb gehabt vor 25 Jahren, den gibt es auch heute noch, den bewirtschaftet jetzt meine Schwester. Dann habe ich Schweinehaltung konventionell betrieben und muss sagen, ich als Person bin ja immer die gleiche, ob ich das konventionell oder biologisch mache, ich gebe halt immer mein Bestes. Ne? So, vor 5 Jahren haben wir dann gedacht, oder ich habe für mich gedacht, was bist du eigentlich für eine Person, was bist du für ein Verbraucher, wenn du kein Landwirt bist? Mich hat so ein bisschen gestört, vor 25 Jahren diesen Biobetrieb ins Leben gerufen und 25 Jahre danach, also damals voller Enthusiasmus gedacht, das ist der Weg. 25 Jahre später muss ich sagen, okay, wir stehen bei 2% beim Schweinefleisch, die das kaufen. Wir Landwirte sind nicht in der Lage, dass wir unsere eigenen Rechnungen schreiben, sondern der Markt bestimmt, was wir kriegen. Und da muss man mal ganz klar sagen, es können nicht 100% der Landwirte biologisch erzeugen, wenn es 2% kaufen. So, dass man da einfach immer auch ein bisschen in sich geht, bevor man immer nur austeilt. Wie gesagt, also ich selber habe dann halt gedacht, was bist du denn für eine Käuferin? Ich wusste, ich bin für mich nicht unbedingt, was Tierhaltung jetzt konventionell. Ich bin aber auch nicht biologisch, bin da ehrlich. Das ist auch schon manchmal dann eine harte Nummer, wenn man eine ganze Familie samt Angestellten und alle davon ernähren soll. Es muss auch bezahlbar sein. Und so geht uns das in der Landwirtschaft halt auch. Wir müssen halt immer diesen Spagat schaffen zwischen, bestmöglich schaffen. Aber es ist schon ein Spagat zwischen Tierschutz, Umweltschutz, aber auch, dass wir dabei wirtschaftlich bleiben. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Und natürlich auch, dass es irgendwo noch Akzeptanz hat, was wir da machen. Vor 5 Jahren haben wir dann unseren Schweinestall, also wie gesagt, ich bin ja für die Schweinehaltung bei uns zuständig, habe ich mir mal die Vorteile, die ich in der biologischen Haltung gesehen habe und in der konventionellen, habe ich mir rausgenommen und die in einen Stall gepackt. Unsere Tiere haben jetzt die Möglichkeit, wir haben 1000 Schweine, die haben die Möglichkeit, sich über viele Räume frei zu bewegen. Wir haben jedem Raum ein anderes Thema gegeben. Der ganze Stall ist jetzt ein Wechsel aus Strohbereichen, aus Betonbodenbereichen und aus Draußenbereichen, aus Spielbereichen und aus Ruhebereichen. So, im Bio hatte ich einen kompletten Strohstall. Bin mal jetzt ganz ehrlich, habe im Sommer ganz schnell den Spaltenboden vermisst. Weil man darf nicht immer vermenschlichen, das Schwein ist nun mal ein Liegekühler. Und vor lauter Stroh wussten die einfach nicht, sie können nicht schwitzen, wo sie mit ihrer Wärme hin sollten. Im konventionellen, komplett auf Spalten, bin ich auch ehrlich, habe ich ganz schnell das Stroh als Beschäftigungsmaterial zum Wühlen vermisst. Und auch für den ganzen Magen-Darm-Trakt, für die Tiergesundheit ist Raufutter ganz klar vom Vorteil.
Jetzt haben Sie die Wahl, weil ja oft gesagt wird, Spaltenboden, Betonboden ist Tierquälerei. Habe ich mir dann einen jungen Studenten gesucht, der hat seine Bachelorarbeit bei mir geschrieben und hat dann mal geguckt, wie die Tiere so die Bereiche annehmen. Und siehe da, es ist so wie vermutet, wie es ja auch meine Lebenserfahrung so hergibt, der Spaltenboden wird zum Ruhen genommen, weil es ein Liegekühler ist. Das Stroh wird zum Spielen genommen, nach draußen, immer nach Wetterlage. Also sie mögen schon auch ihren Stall, ja, das muss man mal sagen. Aber im Schnitt wird jeder Bereich 4-mal am Tag von jedem Tier aufgesucht. Egal ob Stroh, Beton oder draußen. Gut, so, als wir dann umgebaut haben, habe ich halt gedacht, okay, nach den Medien zu schließen und nach dem, was die Bevölkerung sagt, wollen doch alle mehr Tierwohl. Ich wusste ja, für Bio ist für die meisten zu teuer, das geben sie nicht aus. Und dann habe ich gedacht, mit diesem Stall liegst du jetzt 35 Cent pro Kilo, wir haben noch eine gentechnikfreie Fütterung dabei, liegst du drüber. Das muss man doch kaufen, ne? So, gesagt, getan, umgebaut, viel Geld investiert und an die bestehenden Programme wie das Deutsche Tierschutzlabel vom Deutschen Tierschutzbund rangetreten, da waren wir konform. Egal, wo ich nachgefragt habe, hieß es, tut mir leid, die Landwirte stehen Schlange, aber wir haben keine Vermarktung, es wird zu wenig gekauft. Da habe ich gedacht, so, ich beiß hier gleich ins Gras, ne? So, und dann habe ich halt mit meinem Mann eine Vereinbarung getroffen und wir sind breit aufgestellt als Betrieb, das habe ich ja erklärt. Und er hat gesagt, okay, wir versuchen das jetzt. Wir haben jetzt diesen Stall. Es kann nicht sein, dass wir die einzigen Käufer sind. Es gibt bestimmt andere, ich gebe dir 4 Jahre. Aber wenn du in 4 Jahren keine Vermarktung hast, dann musst du mir auch versprechen, dass du die Strohbereiche wieder zumachst. Weil die Strohbereiche, ich habe jetzt, als wenn ich das konventionell mache, ich bin jetzt mit 52 Stunden die Woche dabei. Ich als Ein-Mann-Betrieb oder Ein-Frau-Betrieb für 1000 Schweine mit 52-Stunden-Woche. Aber man muss sagen, wir haben natürlich auch eine 7-Tage-Woche, ne? Und nicht eine 5. Und die Stroh, wenn Stroh nach Stroh aussehen soll und nicht nach Scheiße, dann ist das eben viel Arbeit. Und wenn ich schon was mit Stroh mache, dann soll es auch nach Stroh aussehen. Ja, also das möchte ich dann schon. So, auf jeden Fall, dann ging es los. Ja, dann ist es in Deutschland so, man muss erstmal eine Genehmigung kriegen, weil der Tierschutz sagt von wegen, ja, alle Tiere nach draußen. Der Umweltschutz sagt überall am besten Filter auf den Stall und kein Tier mehr nach draußen. Erstmal eine Genehmigung kriegen. Dann muss ich einen Schlachthof finden, der meine Tiere separat schlachtet. Da kommt hinzu, dass der Deutsche am liebsten noch Schnitzel und Filet isst. Aber nicht Bauch, Öhrchen, so. Im Ausland spielt mehr Tierwohl aber keine Rolle. Ich brauche fürs ganze Tier aber meine 35 Cent mehr. Dann muss ich eine Verarbeitung finden. Und jetzt liegen wir endlich im Lebensmitteleinzelhandel. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn hinten bei den Verkäufern niemand kommunizieren kann, was wir Landwirte produzieren, kann ich auch nicht immer sagen, der Verbraucher kauft es nicht, weil woher soll er das denn alle wissen? Also die Verkäufer müssen geschult sein. Da, wo wir das Verkaufspersonal geschult haben, zusammen mit unseren Verarbeitungen, kaufen in der Tat 20% dieses Fleisch mit mehr Tierwohl. 20%. Und ja, und die Kommunikation muss besser werden. Mein Vorschlag wäre 1 Stern für den Standard, 2 Stern für mehr, wenn man mehr macht und 3 Stern für noch mehr Tierwohl, so weiß jeder. Wir haben einen guten Standard und kein Landwirt fühlt sich dann so vor Schienbein getreten, weil 1 Stern ist ja ein guter Standard. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Und im Umgang miteinander wünsche ich mir als Landwirtin halt einfach nur, dass nicht so viel über den Standard geschimpft wird, wenn ihn über 90% kaufen. Wenn mir der Standard nicht gefällt, muss ich ihn nicht kaufen. Ja, wir haben hier den puren Luxus. Wir kriegen das hin, wir Landwirte. Aber wie gesagt, wir können nicht 100% mehr Tierwohl machen, wenn es nur 1% kaufen. Das schaffen wir nicht, weil wir müssen auch rentabel bleiben. Ansonsten schaffen wir Landwirtschaft in Deutschland ab. Und Dankeschön. Und ich mache das so gerne.